Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Video bei mir auf dem Kanal. Ich habe noch ein paar Pre-Release-Kits bei einem Händler gefunden und die gucken wir uns jetzt an. Ja, und ich hatte echt Glück und habe bei einem Händler vor Ort hier noch was bekommen. Hätte ich nicht mitgerechnet, habe gefragt, ob die noch was da haben. Die haben gesagt, ja, einer hat seinen Kram nicht abgeholt, warum konnte ich das mitnehmen? Also gucken wir uns jetzt das mal an. Und eins musste ich schon aufmachen, weil ich so gehypt war, dass ich davon tatsächlich vor Ort noch was bekommen habe. Einfach nur mal, als ich gefragt habe. Also gebt die Chance nicht auf, fragt einfach mal nach. Und zwar waren diese beiden schönen Karten drin und ich habe es in dem anderen Video schon gesagt, Simsala in Full Art, neben Fiyaro, eine meiner absoluten Wandkarten, was die Full Arts angeht. Und ja, beide da. Das Set gönnt einfach mal richtig. Drin war die Relaxo Promo. Wartet, ich hole sie kurz, die liegt hier noch. Ich muss es einfach schon aufmachen. Also fehlt uns tatsächlich nur noch Don Fun. Ja, und wir schauen mal, was diese Packs uns jetzt hier bringen. Also ein Donphan und drei Luraks wären cool, weil ich habe tatsächlich 5 Stück da bekommen. 5 gottverdammte Stück gab es dann noch. Im Leben habe ich da nicht mit gerechnet. Ich habe extra, weil es letztes Mal Glück gebracht hat, wieder das gelbe Shirt angezogen, in der Hoffnung, dass es so weitergeht. Und wir haben hier ein Lugia. Also Lugia ist am Start als erstes und dann schauen wir uns mal die dazugehörigen Packs an. Letztes Mal haben wir tatsächlich eher die Preisbooster mehr gegönnt. Wenn ihr das verpasst habt, guckt es euch an. Ich werde es euch hier irgendwo in dem Video nochmal verlinken. Ich kann euch nur sagen, guckt es euch an. Macht's. Vertraut mir. Und wenn ihr dann zukünftig nichts verpassen wollt, haut gerne mal auf den Abo-Button. Dann kriegt ihr hier auf jeden Fall noch zu Farbenshock was mit. Tanzer habe ich auch noch nicht gesehen. Hier schön mit der Brücke im Hintergrund. Fritzelblitz, Kokuna auch. Ey, ganz im Ernst, das sind schöne Artworks. Das ist, genau so muss das sein. Und das Aquana, der Gesichtsausdruck ist weird. Oder? Also ich finde den irgendwie merkwürdig. Aber sonst ist das Artwork cool. Und sitzt da hinten wer oder ist das nur eine Welle? Ich bin mir nicht sicher. Aber sonst cooles Artwork. Gesicht finde ich echt ein bisschen merkwürdig. Ja, aber ich weiß noch nicht, wann ich dieses Video hier hochlade. Es wird natürlich irgendwie um den Release rauskommen. Es kommt darauf an, wie gut die Post mal wieder ist. Das Typische, wenn ein neues Set rauskommt, wann kommt die Post? Kommt sie pünktlich, dann kommt das Video ein bisschen später. Kommt sie nicht pünktlich, dann kommt das Video kurz nach Release. So, wir haben Zapladin, Weimar, Forstaker, auch noch nicht gesehen. Okay, ist ein Rare, Verse und ein Ilfun. Das hat auf jeden Fall Spaß. Schauen wir mal, ob wir auch noch einen Spaß haben. Mit unseren insgesamt 16 Boostern, die wir hier öffnen. Dass wir hier was Schönes rausziehen können. Das ist auf jeden Fall der Plan. Weil Preisbooster gab es in dem Laden nicht. Die geben es immer nur so raus. Und hier haben wir Urgel das erste Mal. Hier mit dem Barakiefer im Maul. Das ist, glaube ich, wenn es auch in einem Spiel Attacke Taucher macht, kann es dann mit Barakiefer oder in ganz seltenen Fällen sogar mit einem Pikachu hochkommen. Neo, den guten, kenne ich nicht, weil ich Schwert gespielt habe. Pampuli, Tanzer, Fritzelblitz oder war der ein Schwert? Ich glaube, der war nicht ein Schwert, ne? Der war ein Schild gewesen sein. Zwirlicht, Shaman in Reverse Rare und, ey, das Lugia sieht aber auch geil aus. Also den Lugia-Karten haben sie es echt. Also da kann man ja wohl mal gar nichts sagen. Richtig nice. Sehr, sehr schön, Holo. Passend zur Promo, ne? So, dann schauen wir mal, ob wir hier ein gutes Kit wenigstens noch kriegen, indem wir noch ein mindestens V-Lip bekommen. Oder ob es nicht will. So, wir haben die Steinkampfenergie. Okay, auch interessanter Name. Chevron, Rotomorph, Dedenne, Castadur, Mehikel, Elec, Blitzer in Reverse und Blitzer als Rare. Also dieses Pack war leider nicht ganz so gut. Ich bin mal kurz verschwunden. Meine Hüllen sind nämlich alle. Bin sofort wieder da und ich hoffe, diesmal vergesse ich den Cut auch nicht. So, Sleeves sind wieder am Start. Wir machen weiter mit dem nächsten Kit und schauen mal rein, was wir hier für eine schöne Promo bekommen. Also bisher sind die Promos eigentlich ganz gut. Kann ich mich echt nicht beschweren. Hier haben wir jetzt ein Relaxo, also das erste Mal auch Relaxo jetzt doppelt. Und mal schauen, was wir dann noch zweimal bekommen. Donphan fehlt mir noch, das hätte ich gerne einfach für die Sammlung. Aber ich würde auch noch zweimal Glurak nehmen, weil dann kriege ich noch mehr für die Sammlung, ist auch ganz nett. Aber wir hoffen natürlich zuerst mal hier noch auf krasse
oder was heißt krass, auf schöne Puls, dass wir hier nicht hit. Oh Gott, das Booster hat gar keinen Bock. Komm, ich glaube, den habt ihr jetzt eh schon gesehen. Hitlos rausgehen. Vielleicht bringt es ja auch Glück, wenn ihr mal einen Code vorab kriegt. Vielleicht bringt es ja für das Pack Glück. So, wir haben die Psychoenergie, das Score Stadium, Krakelo, auch noch nicht gesehen. Irgendwie alle Abwürfe ein bisschen merkwürdig von der Entwicklungsreihe. Weimar, Rotomorph, Flummel, da haben wir nämlich das nächste. Ninkada, Felino, Kate in Reverse und ein Monte Carlo in V. Also gleich im ersten Pack ein Hit. Viele mögen es ja nicht. Ich finde es irgendwie cool. Also es ist schon ein nice Pokémon. Ich finde auch Waggon ziemlich geil. Muss ich ehrlich sagen. Waggon gefällt mir auch mega. Finde ja viele auch richtig scheiße. Mir gefällt's. Und ein Monte Carlo. Sehr nice. Also wir haben noch von den Hits noch keine Doppelten. Das ist ja auch mal schön. Wenn man nicht immer das gleiche zieht. Also hier kommen kriegt ihr auch noch. Farbenschock ist da schon nice. Ist schon nicer als Blick des Champs. Es gibt einfach auch mehr schöne, coole Karten, finde ich. Trompec, Moruda, Potrot, Waumboy, Weimar, Rotomorph, Flurmel, Ninkada, Fifian in Reverse und wow, Xerneas in Holo. Boah. Schön, ne? Also, ganz ehrlich, designtechnisch geiles Set. Geiles Set. Auch richtig schöne Holo. Was will man da sagen? Geile Holo. Nicht immerhin eine Holo, geile Holo. Also ein gutes Booster, ein gutes Kit mit ja, quasi zwei Hits. Mal schauen, ob wir heute noch eine Amazing Rare dazu bekommen können. Das wäre natürlich richtig schön. Amazing. Ja, er hat's gesagt. Evoli, Tarnhill und Wolverock in der Schattenform, Nachtform, wie nennt sich die? Auf jeden Fall meine Lieblingsform. Ist bei mir aktuell bei Pokémon Schwert und Schild beim Erweiterungspass auch im Team. Gab es ja im Rüstungsdecks, beim Rüstungsinsel-DSC konnte man es ja fangen. Seitdem habe ich es ins Team aufgenommen, weil ich es einfach vom Design ziemlich geil finde. Und hier haben wir endlich mal Blanas, Stalobor. Oh, hier neue Karten mal am Start. Sollen wir mal ein bisschen was anderes wieder sehen. Rotomorph passen dazu. Also für ein Bingo wäre die Entwicklungsreihe schon mal nice. Ninkada, Felino, Watzapf an der Steckdose und ein Flamara. Ja, und das war's mit dem Pack auch schon. Ging dann doch irgendwie schnell. Eine Holo und eine V-Karte, völlig in Ordnung. Kann man nicht zu sagen. Weiter geht's. Wenn es denn aufgeht. Die Bock hat's noch nicht. Was bekommen wir für eine Probe? Donphan? Nee, Jura. Nehme ich auf jeden Fall auch mit. Donphan kriege ich notfalls schon irgendwie. Glurak, Farbenschock, Promo, sehr nice. Also wenn wir jetzt noch Donphan kriegen, dann wäre das natürlich die perfekte Ausbeute hier. Jede Promo einmal. Das wäre auf jeden Fall nice. So, dann schauen wir uns mal. Ach nee, ist noch gar nicht das Letzte. Ich erzähle, ich bin schon so durch. Das Set ist noch nicht mal raus und ich bin schon durch. Was will man da machen? Tetrafakt, Pampuli, Tanzer, Fritzeblitz, Zwirlicht, Fampi, Papella in Reverse und Togekiss VMAX. Also sehr schön. Dann noch eine VMAX gleich am Start, passend zum Togekiss V, was im letzten Video gezogen wurde. Sehr schön. Also unsere nächste VMAX aus dem Set. Und bisher kann ich doch zufrieden sein. Also eine VMAX, eine V und zwei Holos ist bisher eine ganz gute Ausbeute. Einmal der Code fürs Togekiss. Wenn wir hier noch schaffen, Amazing Rare zu ziehen, dann wäre ich mega happy. Aber auch so bisher grundlegend ganz gut, denke ich. Oder was sagt ihr? Und wenn wir eine Amazing Rare ziehen, wir haben wieder einen Rayquaza. Sehr nice. Und dahinter wieder Rayquaza, immer Doppelpull, würde ich sagen. Duraludon Holo. Also das Rayquaza, guckt es euch hier nochmal schön an. Ein bisschen detaillierter bin ich beim letzten Mal drauf eingegangen, weil es tatsächlich, ich ziehe eine Amazing Rare, mein Lieblings-Pokémon von den Amazing Rares. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber da es Sichlo und Cherox nicht gibt, muss es Rayquaza sein.
Kingler und Krabi gibt es auch nicht, von daher sehr, sehr nice. Also Rayquaza ist am Start und auch hier Duraludon oder Duraludon, wie man auch immer es nennen will. Ich finde es Pokémon geil, als es damals vorgestellt wurde. Ja, es ist ein überdimensionales Feuerzeug irgendwie, aber ich finde es nice. Also, wieder ein sehr, sehr gutes Pack und die Box ist stark. Eine Hulu und Amazing Rare und eine V-Max. Und wir haben noch zwei Booster, also es kann noch was kommen. Wenn man das wirklich dann als einzelnes Kit kriegt, dann kommen für die Amazing Rare gibt es natürlich auch was, dann rasiert das halt mal komplett, ne? Das ist schon geil. Und das ist auch noch die Glurak-Promo drin. Also das wäre ein Kit, ey, da würde jeder sich die Finger noch lecken. Heldenmedaille, Schicht, Stahlenergie. Ich wollte schon Schichtsalat sagen. Das Erste, was mir irgendwie zur Schicht eingefallen ist. Baumboll, WhatsApp, Plaudergeil, Evoli in Reverse und hier haben wir wieder unser Wolverock. Und dann schauen wir mal, ob wir aus dem letzten Pack noch was ziehen können. Wenn nicht, ganz ehrlich, bei dem Pack bisher kann man sich nicht, bei dem Kit eher gesagt, nicht bei dem Pack, kann man sich halt auch nicht beschweren. Trompack, Magnalien, das Kinderspielzeug, Tarnhiel, so Metagross, das wäre nochmal nice, das würde ich gerne ziehen. Ich hoffe, es ist auch in Holo da, nicht so wie das Lucario, das wäre echt traurig. Schichtenergie und ein Deponitox, also da am Ende nichts. Und damit kommen wir zum letzten Kit, wie immer reiße ich auch alle auf, ich stelle mir so ein Ding nicht sealed hin. Ihr sollt sehen, was hier drin ist, ich bin auch selber viel zu neugierig. Also klar, werttechnisch, mach das nicht auf, stell es dir hin, das wird viel wert, ja. Kannst du mit einem machen. Ganz ehrlich, im Moment, wenn der Hype so weitergeht, weiß man auch nicht. Vielleicht stellst du es dir hin. Irgendwann hast du selber keinen Bock mehr drauf, auf das Hobby. Und dann machst du es vielleicht auf, obwohl es dich gar nicht interessiert, weil es nichts mehr wert ist. Weil du meinst, verkaufen lohnt sich nicht. Und zuletzt haben wir ein... Alter, hier. Boom. Alle am Start. Glurak, die häufigste Promo. Und dann kommen Lugia und Relaxo. Ich würde sagen, perfekt gelaufen. Farbenschock ist mein Set. Von daher kann es doch jetzt noch gut werden. Und die Donphan-Pro müssen wir uns natürlich auch noch angucken. Ne? Also Donphan, auch eins meiner Lieblingsboden-Pokémon, sieht einfach cool aus. Sieht einfach cool aus. Kann man nichts gegen sagen. Also lasst es. Nein, haut mal. Also ist es, was ist eure Lieblings-Promo? Ich muss echt sagen, vom Artwork fällt für mich tatsächlich das Relaxo ab, weil die anderen drei konnte ich mich nicht entscheiden. Die anderen drei finde ich überragend gut. Das Relaxo-Artwork ist auch gut. Verstehe mich nicht falsch. Aber die anderen drei sind irgendwie auf einem anderen Level. Also die gefallen mir einfach um so viele Ecken besser. Von daher denke ich, ist das schon eine feine Sache. So. Picuda. Oh, hier, guck mal. Das ist wieder eine Geschichte. Es ist wieder eine Geschichte. Wenn du die Uriel-Karte anguckst und die Picuda-Karte, hier das Schnellste nach unten macht den Taucher. Ich glaube, es ist Taucher. Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher. Schnappt sich das Picuda, kommt nach oben und hat es im Maul. Das ist nice. Galamauzi. Auch noch nicht gezogen, glaube ich. Felino, Pampuli und Ninjask. Irgendwie so das die häufigste Rare. Ach ja. So. Drei Booster haben wir noch. Dann ist es erstmal vorbei. Oh, jetzt das erste Mal auch Glutexo. Sehr schön. Glurak haben wir auch noch nicht gezogen, ne? Irgendwie, wie soll es aussehen? Es sieht nicht aggressiv aus, sieht irgendwie halb aus, es ist angepisst, einschläft so ungefähr. Zaplalek, Zwirklop, Zapladin, Weimer, Pipi, Rotomorph, Hornliu. Nochmal, wenn man irgendwie eine Karte dreimal zieht und das ist halt jetzt noch nicht mal draußen, dann muss er eigentlich noch mitkommen, oder? Das ist eine Holo. Ey, schon wieder Rayquaza, Amazing Rare, schon geil. Und sehr grau, ey, was eine badass geile Holo. Die Holo sieht auch wieder cool aus, also mit den Legis machen sie es echt gut. Ja, also Rayquaza ist am Start. Wenn man eine Amazing Rare will, Rayquaza, kann man nehmen. Also sind die Kits echt gut. Also ganz im Ernst, die Kits waren echt überragend. Gut, beim letzten Mal waren es ja, waren es eher die Preisbooster, die halt echt geil waren. Und hier sind jetzt die Kits. Also drei Holos bis jetzt, zwei Amazing, nee,
4 Holos, 2 Amazing Rares, eine V-Max und eine V. Gut, da in der Ebene ist halt noch nicht so viel passiert. Aber die Amazing Rares schon mega geil. Also. Ich glaube, es gibt gar keine anderen. Es gibt nur Rayquaza, oder? Hat irgendwie schon mal eine andere Amazing Rare gesehen? Vielleicht, die sehen wahrscheinlich alle blöd aus, oder? Die müssen alle blöd aussehen, darum ziehen wir die auch einfach nicht. Ach, was soll man sagen? Ach, ich bin froh. Ey, ich habe auch oft in den Kommentaren, oder wenn ich mal mit wem geschrieben habe, es frustriert halt echt. Und nochmal ein Xerneas in Holo. Damit unser erster doppelte Holo tatsächlich jetzt erst im vorletzten Booster aus allen Pre-Release-Kits. Es frustriert einen. Ja, also es soll ja jeder ziehen und es ist jedem vergönnt, wenn man zieht. Oh, der zieht Glurak. Jetzt bei Weg des Sterns, weil sonst war ja das, hatte das Set ja nicht so viel. Und dann kommen so diese ganzen Non-Hit-Boxen, wo du denkst so, oh ey, komm. Hier, komm, letzte Code für euch. Komm, jetzt gib mal, ne? Jetzt lass mal auch mal ziehen, dann kommt wieder nichts und dann zieht einen das echt runter. Und jetzt kommt Farbenschock und radiert jetzt einfach mal komplett für mich aus. Was jetzt auch noch kommen mag, ganz ehrlich, ich mag das Set jetzt. Und die Artworks, wie gesagt, sind halt recht schön und wir beenden das Ganze mit einem Zapplarang. Also, ne, zweimal Amazing Rare, man kann sich nicht beschweren. Man kann sich echt nicht beschweren. Dieser Reverse-Slot ist halt geil. Es gefällt mir mega gut, dieser Reverse-Slot. Und ich hoffe, dass es auch mal wieder dann häufiger vorkommt. Es ist ja meistens bei den Zwischensets, dass wir da irgendwas drauf haben, wenn es nur die Energie ist. Letztes Jahr war es ja auch, meine ich, bei Welten im Wandel, wenn ich es jetzt nicht falsch im Kopf habe. Ist es jetzt zur gleichen Zeit rausgekommen. Also vielleicht kriegen wir im Dezember jetzt immer so eine Dinger. Wäre auf jeden Fall cool. Ich finde es einfach mega geil, wenn man halt die zweite Chance noch auf einen Pull hat. Und ja, schreibt mal, was bleibt denn jetzt zu der Ausbeute? 4 Kits. Im Endeffekt 4 Hits, finde ich, ist okay. Also die 2 Amazing Rares haben es halt echt nochmal gut nach vorne gepusht. Und ja. Haut einfach mal rein über Like, Abo, Kommentar. Freue ich mich natürlich sehr. Wenn ihr die Zukunft hier nicht verpassen wollt auf dem Kanal, seid gerne dabei. Ich freue mich. Wir starten durch. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.